Schaut, das Problem ist das. Was ist, wenn wir bemerken, nachdem der René und ich das Fleisch angegriffen haben, dass wir nicht auf 8 zusammenkommen? Das kann durchaus sein. Das kann schon Es sein, ja. ist. Hat man. Warte mal. Ja, greift's nächste Runde an, oder? Ich greife jetzt den Tisch an, weil ich habe sonst nichts Sinnvolles zu tun. Ja, dann Ich mach greife jetzt den das. Tisch an, und der René auch, und dann sehen wir, wie viel wir haben. Genau, Je und früher je du das nachdem wissen, ich. desto schneller können wir dann anpassen. Ne? Aber Ich du bleibe musst in jetzt der. entscheiden, welche Karte du ablegst, ne? Bevor Genau, wir das sehen. ich hab das schon entschieden. Also warte mal, na, ich werde die Area Damage Karte jetzt behalten. Werd. Blöd. Warte mal. Warte. Werde. Brauche ich irgendwo Naturmagie? Ich brauche eigentlich keine Naturmagie, oder? Oh ja, bei der Rundumschlag-Ding brauche ich Naturmagie. Also ich müsste das jetzt wissen. Soll ich hier bleiben oder soll ich auch Fleisch nochmal Das. abliefern? Aber ich habe nur Ich Nahrung. würde Du sagen, kannst. versuch jetzt möglichst was zu machen, wo beides möglich ist. Und zwar deswegen, weil nach dem Zug wissen wir, ob der Hartmann und ich genügend Fleisch transportieren, dass wir alles abgeben. Wenn wir es nicht haben, dann musstest du ebenfalls schauen. Ich meine, ich bin sehr früh dran in dem Zug dieses Mal, ja? Okay, Andi, die Antwort ist ziemlich einfach. Ich bleibe auf jeden Fall hier, Du musst weil. flexibel sein. Andi, am Ja. besten wäre es, wenn du einen Angriff spielen kannst, mit dem du entweder den Tisch oder die Viper angreifst und dass du spät dran bist. Weil dann Aber der ziehst du Andi hat euch. schon Fleisch bei sich. Drei. Was? Er muss den Tisch nicht mehr angreifen. Er hat schon So, drei. er hat Er schon hat schon drei. letzte Runde den Tisch angegriffen. Er Ach muss nur so. spät Er drankommen, muss Leute. nur Einfach spät nur. drankommen, um zu sehen, ob er dann Okay, wegrennen muss okay, von den okay. Vipern und Alles klar. zum Feuer kommt Dann oder mache ob er ich hier einfach mal. bleiben kann. Ja, Weil die wenn du Lösung. nach mir und dem Hartmann dran bist, dann ist klar, ob du noch rüberrennen musst mit Okay. den drei Futter oder nicht. Ich bleib flexibel. Ja? Soll ich früh Ansonsten kannst du und der Crackheart dann hier stehen. Also der Crackheart wird wahrscheinlich eh darüber gehen, nehme ich mal an, Das oder? heißt aber dann auch, ich Die soll spät dran Karten. kommen. Aber warte mal, stopp, stopp, stopp. Wir müssen noch 5 Fleisch. Also die drei, die da Blut trägt und dann noch 5 weitere Fleisch. Sehe ich Genau. das richtig? Ja, Acht, besser. genau. Ja, aber besser mehr als die 5. Ich glaube, es müssen noch 3 wieder zurückgehen. Na, wie viele hat Wenn der Crackheart noch bei sich? 5. Fünf. Also 20 haben wir sicher. 3 hat der Andi bei sich. Also wenn du jetzt noch 5 hättest, hätten wir genug, um es wieder auf die Kohlen zu legen. Wir haben keine Garantie, dass wir alle 8 dann auch aufnehmen können. Ich glaube, Das wir brauchen ein stimmt. bisschen ein Polster. Und das Polster heißt, ist gut. ich glaube, dass alle 3 bis auf den Michi nochmal zurück müssen. Okay, ich mache mich auf den Weg zu ihm. Das lässt sich nicht Was vermeiden. bleibt Ja. bei den Schlangen und klopft mit denen und fertig. Nein, er hat 3 Fleisch, die er abliefern muss. Ja, Aber die naja, du Runde musst sowieso. sowieso, der Michi muss sowieso zurück, weil er sein Fleisch Ja. abliefern muss. Das passt schon, dann geht er eh Richtung Schlangen. Das passt schon. Genau. Ich muss jetzt schauen, wie ich den Zug jetzt mache. Was? Ich muss schauen, wie ich meinen Zug mache. So, was mache ich? Das hier. Nichts. Hier auch nichts. Das hier muss ich so machen. Andi, kannst du Ja. trotzdem spät dran sein? Nein, nein, es ist wurscht, du hast keine Karten, bis gerade. Mein Früh kann ich sowieso nicht dran sein, also. Michi, wo wirst du dich hinbewegen in dieser Runde? Neben mich oder nicht? Ah ja. Nee. Also bitte nicht daher stellen, wenn es geht. Okay, ich werde da stehen am Ende der Also nicht Runde. in die Mitte des Korridors, ja. So, warte mal, ich muss ja aufpassen, die werden sich ja auch bewegen, entweder daher oder daher. Oder darauf, genau. Kann mich aber nicht durch die durchbewegen, ne? Rüberspringen, durchbewegen nicht. Ja. Na, die Jump-Karte will ich noch nicht verwenden, oder verliere ich die Karte, das ist noch zu viel. Also meine Jump-Karten sind alle mit Verlust zu verwenden.
wenn ich einen Notfall. Sag einmal, sollte nicht eine zweite Viper schon da sein? Nein, die. Warte mal, nein, am Ende dieses Zuges, oder? Ja, nein, Der du hast recht, Zug. es sollte eine kommen. Ja. Wo Wo kommt wollen wir die es hin dann hin haben? Drüber da eigentlich? drunter. Drüber da drunter. Wir kürzen uns das aus. Lass die Viper da stehen. Würfel. Nein, ja. Elite. Ja, das mache ich schon. Ja, stell's drüber, ist ja wurscht. Es werden genügend kommen. Ja, es werden noch andere kommen. Die 10er ist das. Ist es okay, wenn ich das dann nehme? Ja, das ist dafür gedacht. Wie viele Lebenspunkte haben die? 4? Fünf. Schlangenfleisch. Vier, 5? die eine hat vier, weil ich sie scheinbar Ah, jetzt habe ich leicht duschiert 55. habe. Hartmann, müsste mich im Vorbeilaufen heilen können. Nein. Wie lang bleibt das Poison eigentlich? Die ganze Zeit oder? Ja, bis man geheilt wird. Na super. Dann kriegst du statt der Heilung, kriegst du nur das Gift weg. Schade. Ja. Haben wir alle? Nein, da vielleicht hat es noch. Also Atme, ich stelle mich entweder da oder da, Ich also hab's in noch diesen drei nicht. Feldern stehe ich irgendwo. Ja, du sagst mir dann, wo ich mich hinbewege, weil ich werde mich Ja, sehr wir wenig müssen mal bewegen und schauen, du wo die, sagst mir, wo ich dann die hinbewege. da fehlen Karten. Ja. Wo sind die hin? Der eine muss ich noch auflegen. Ich dachte, wir haben schon aufgedeckt. Entschuldigung. Nein, der Crack hat überlegt auch noch. Es hat so ausgeschaut, als hättet ihr aufgedeckt, aber ihr habt es offensichtlich weggenommen. Nein, nur nachgeschaut. Okay. Ah, ich hab den ganzen Stapel. Du kannst auf Draw klicken. 69, okay. Wenn du Ah, es ich nicht hasse händisch tust, du das. kannst auf die Draw-Taste daneben Weil ich tippen. Die bin schon so Schlangen bewegen gewohnt. sich nicht, das ist schon mal gut. Nein. Die Schlangen bewegen sich nur Klick deswegen auf die nicht. Draw-Karte daneben. Ach so. Karte, entschuldige, Taste. Das habe ich nicht gesehen. Meine Güte, das ist so klein. Ich bin ja alt. So, 58,69, das heißt, alle bis auf den Michi kommen vor ihm dran. Nee, fang an. Naja, dann nutze ich meine Eagle-Eye Goggles nochmal, greife den Tisch an mit Stärke 3 und Advantage, weil es gibt ja gerade Energie. Schauen wir mal. Zieh ich mal ab. Minus 1 ist mal schlecht. Und das ist noch Minus schlechter, zwei das auch. heißt, ich krieg 2. Nun ja. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich zu dritt laufen. Vielleicht sogar zu viert. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was Oder jetzt der du René greifst macht. ihn nach der nächsten Runde nochmal an. Nein, der René muss da jetzt weg. Ja. Naja, Ich habe nur noch ich kann zwei ja neben dem Fleischschrauben. Tisch stehen bleiben, um ehrlich zu sein. Das stimmt, Das ja. ginge rein theoretisch, weil nächste Runde bleibe ich eh stehen. So, ich nehme im Übrigen gleich die, also ja, ich habe hier als zweites Move 4 mit Jump. Wenn ich also quasi daher gehe, würde ich neben dem Tisch stehen und könnte nächste Kannst Runde nächste noch Runde einmal nochmal probieren, ja. Das ist ein guter Plan. probieren. Wobei, nächste Runde kann ich nicht probieren, nächste Runde muss ich den Reviving Aether einsetzen. Ja. Nein, aber das nächste Mal, wenn du dran bist, ja. Das Gut, klingt dann gut. mache ich das Warte so. mal, du könntest eine Flasche spielen. Das muss ich Wahrscheinlich, sowieso ja, jetzt. das macht er sowieso. Das Ja, mache ich okay. sowieso jetzt, damit ich Nimm die die beiden Karten wieder auf Karten die für dich Hand in die nehme Hand. gleich. Weil ansonsten wäre ich aus dem Spiel. Ja, stimmt. Das wäre nicht so gut. Wenn wir jetzt irgendwie aufdecken, alle Tränke können nicht genutzt werden. Und du wirst wieder beide fallen lassen, wenn du willst. Was? Die Karten werden wieder auf den Tisch runterfallen. Nein, passt. So, So, nimm da noch eine Erfahrung die bitte. Dings, was mache ich mit dem Trank, wenn ich ihn Einfach gebraucht umdrehen. habe? Flippen. Flippen. Der ist weg. Eine Erfahrung nimm da noch. Ja, stimmt. Das ist das Einzige, was ich kann. Erfahrungspunkte kriegen. Hallo? So, irgendjemand hat da jetzt gerade die Play Area kaputt gemacht, aber egal, ich bin Es nicht tut mir dazu. leid, wenn ich's war. Und wenn ich's nicht war, shame on you. Die nächste wartet schon, glaube ich schon. Okay, das war der René. Du kannst deine Karten mischen, ich bin mit 19 als nächster dran.
Ich mache einen Angriff auf den Tisch. Ah nein. Ah, ich muss mich ja erst bewegen. Ich bin so dumm. Na gut. Schade, dass ich. Ich flüchte weiter. Ich muss mich jetzt von den Schlangen hauen lassen. So. Das ist das einzige Feld, wo ich hin kann. So. So, du musst jetzt erst hinbewegen zum Tisch, ja. Ja. Und jetzt greife ich den Tisch mit Angriff 3 an und schau, was passiert. Ich glaube, wir machen dann Fehler, dass wir die Vipern so stark ignorieren. Aber bitte. Weil das wären zu viele. Ja, es wären viele. Ne? Aber ja. Ich glaube, es ist okay, wenn wir sie kommen lassen, bis wir die AOE-Angriffe voll drauf haben, dann müssen wir voll ausrufen. Mhm. So, ich mache mal meinen 3er-Angriff. Plus 1, ich nehme 4 Fleisch auf. So, können wir jetzt bitte eine Zwischenrechnung machen, wie wir ausschauen? 9. 9 haben wir jetzt auf der Hand. Aber 3 Leute müssen gehen, ne? Ja. 9 für 3 Leute. Sollen wir trotzdem gehen? Das passt. Dann greife ich nämlich nicht mehr an. Ja, bitte, du greifst nicht an und du gehst. Oder du greifst eine Schlange an und gehst an. Nein, ich kann nächste Runde nicht angreifen, aber ich kann stehen bleiben und dann übernächste Runde gehen und vorher eine Schlange angreifen. Genau. Ja. Das kann ich schon machen. Also ich mache zuerst mit Grab and Go. Ein Go. Greift dann mit Skewer mit Stärke 3 an. Mhm. Weil hinten gibt es keinen. Okay. Okay, er kriegt 2 weniger, das heißt, er ist auf 22. Du kriegst eine Erfahrung. Ich krieg eine Erfahrung. So, dann sind jetzt die Giant Vipers dran. Die bewegen sich ein Feld und dann greifen sie mit 3 an. Bewegen so. Sich, ja. Das heißt, Viper 2 steht schon neben mir und greift mit ja, das heißt, die Viper 2 greift an und die Viper 10 bleibt stehen. Genau. Ich zieh mal für die Viper. Die greift sich mit 2 an. Bei. So mit 2? Level 1, oder? Ja, Level aber das ist ein 2. Das ist Elite. Ja. Und plus 1 von der Karte. Ah, Entschuldigung, plus 3. Sorry. Okay, also 3 Schaden und Gift für mich. Übrigens, 69, heißt das Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn? Gegen Uhrzeigersinn. Heißt, das geht daher. Aber es ist vorher der Michi dran. Ja. Nein, bewegt sie noch nicht. Achso, du hast es nur angezeigt. Schon klar. So, die andere bleibt wirklich stehen. Ein Gift-Token nehme ich nur. Boah. Das ist natürlich übel, weil ich kann mich de facto nicht mehr heilen in diesem Spiel. Ah, ist es gar nicht gut. Mach dir keine Sorge, wenn es bei mir vorbeiläufst, kann ich dich heilen. Das wäre sehr wichtig, ja. Ja. Okay, du bist da. So, ich bewege mich 4. Daher. Und greife mit Crater das Totem an mit 3 Angriff. 1 sind 4 Schaden. 18. Du machst Erdenergie. Und erzeuge Erdenergie. Nein. Ja, du verlierst über ins Crater. Nein, wieso? Achso, du hast es anders. Ich hab's verkehrt rum. Entschuldige. Ja, ich hab's verkehrt rum gelesen. Mein Fehler. Ja. Schon klar. Ja. Okay. Ja, alles klar. Und ich verwende meine Flasche. Mhm. Na, Crater braucht Energie auf. Ja, der nein, ich hab die Karten nicht verkehrt rum gelesen, deswegen. Okay. Ja, das ist genau falsch. Irgendwer hat jetzt, genau. Ja, das hab ich gemacht, weil. So, jetzt schießt wieder. Wollen wir für heute Schluss machen? Ich bin nämlich müde. Ja, es ist 11:30. Okay, so, wie ihr wollt. Ich würde noch eine Runde spielen, aber wie ihr. Ich meine, wir können gerne noch die Runde spielen. Das ist bei mir relativ kurz, weil. Warte, ich tu mal eine neue Reaper spawnen, das gehört noch zur vorigen Runde. Und eine Runde, sag ich mal, machen wir, ne? Mhm, okay. Das ist Reaper Nummer 6.
Noch sehr was. Diese Dinge sind aber elend. Viele jetzt schon. Veneto muss deinen Angriffsmodifikator wegmischen. Ah ja, stimmt. Mir wäre es lieber gewesen, du wärst einmal zwei gewesen. Ich hoffe, dir ist das klar. Hartmann, kannst du früh dran sein? Ja. Aber dann bin ich weit weg. Ist die Schlange auch schon viel? Nein, das ist nicht im Spiel. Ich habe noch eine Karte, die ich verliere, wo ich mich sehr weit bewegen kann. Das werde ich jetzt machen. Richtung, also dass ich beim Totem dann stehe. Das heißt, ich sollte vor dir dran sein. Bist du früh dran oder spät? Dann kann ich auch spät dran sein, aber dann werden mich die Vipern fokussieren. Ja. Aber es ist okay. Na, eine Viper. Eine Viper attackiert dich nur. Ja, außer sie kriegen einen Fernkampfangriff, dann habe ich ein Riesenproblem. Dann hast du Riesenprobleme. Nein, ich muss früh dran sein. Ja, stimmt. Aber wie weit? Was ist weit weg? Ich bin noch in Fernkampfreichweite von dir. Notfall durch ein Feld weniger ziehen. Aber ich bin nicht in Nahkampfreichweite. Ich kann dich mit einem Fernkampf angreifen, der dich heilt. Hast du mit der Karte? Ja, das Problem ist nur, ich sage jetzt mal Zahlen, du antwortest bitte nicht, ich sag's dir nur. Um Reichweite 2 zu erreichen, muss ich auf das Feld ziehen, wo er jetzt gerade gut steht. Und ich bin früh dran und da kann ich nicht hin. Und sonst ist kein anderes Feld für mich gut erreichbar, wo ich dann nachher gut weiterkomme. Okay, nein, ich mach's einfach. Moment, die Dinger ziehen noch her, die Scouts, gell? Die ziehen da her. Ja, stimmt, ja. Nicht bewegen. Eigentlich wäre der darauf gekommen. Die zwei braucht sie nicht bewegen. Noch ist es egal. Ja, noch ist es egal. Sobald der erste Scout Schaden genommen hat, na, muss man dann. Michi, ich spiele die Karten. Ich habe eh nur diese beiden Karten. Ich muss dran sein. Und dann können wir nachher schauen, wie sich das. Ja, oder Root ist im Weg, oder? Das kann sein, ja. Hören wir jetzt auch früh dran sein. Jetzt noch? Diese Runde spielen wir. Ich glaube, diese Runde wollen sie noch spielen. Okay, na gut. Ich komme auch früh dran. Vor allem damit du dann schön deine Karten wieder alle auf der Hand hast, denn wir können dich ja nicht aufpassen, wenn du keine Karten hast. Ja, ich habe da kein Problem damit. Das Problem ist allerdings, wenn ich jetzt schnell wegziehe, René ist leider René wieder auf die dran. Nein, ich bin sehr spät dran. Das ist aber ich bleibe nämlich auch stehen. Nein, stopp. René, wenn du da stehen bleibst, wirst du möglicherweise im Fokus von den ganzen Schlangen. Nein, ich bin relativ spät dran und hoffe eigentlich, dass der Crackhart sich im Näherrahmen bewegt. Dann spricht das mit ihm auch. Ich dachte eigentlich schon, Michi, dass du näher rankommst, oder? Bleibst du dort stehen, wo du jetzt bist? Na, ich will ja nicht blöd sein, oder? Ich bewege mich sicher. Ja, ich bewege mich sicher. Die Frage ist, wie bald? Ja, und eher später. Ja, das ist das Problem. Naja, ich bin auch recht spät dran, aber ich bleib wahrscheinlich stehen. Na, warte mal. Dann schau, dass du eher früh dran bist, Michi, wenn es geht. Ich meine, ich kann auch früh dran sein. Soll ich früh dran sein? Ist euch das lieber? Ja. Na gut, ich wollte eigentlich spät dran sein, damit ich eher niemand anderer fahrt. Nächste Runde, Volatile Bomb nutzen. Bevor du ab. Das könnte ich machen, ja. Weil sonst kannst du es in dem Szenario nicht mehr nutzen. Und ich glaube, die Liefern werden gut stehen dafür. Na, schauen wir mal. Wieso steht da noch eine Viper daneben? Die ist schon so auf Vorrat hingestellt worden. Die ist so da gestanden. So. Nein, das hat jemand kopiert, das kann man nicht, weil wir haben Nummern. Die ist weg. Wir müssen ihn aus dem Beutel rausholen. Ich bin ein bisschen modularer den Zug. Du bist was? Ja, ich kann es mal anpassen. Na dann schauen wir mal. So, ich ziehe für die Scouts bitte im Uhrzeigersinn anzeigen. Ich ziehe für die Vipern. Die sind mittelmäßig dran, aber greifen vor mir. Kann nicht schneller. Die springen, das ist gefährlich, weil da werden sie sich in Position begeben und wirklich eben zu mischen. Das ist ein später. Also ich wollte ziehen. Dann werde ich mich vielleicht doch bewegen. Sie haben Move minus 1. Sie haben nur 1 Bewegung, René. Ja, sie haben Move plus 1, Hartmann. So, sie haben Attack eins. Minus 1. Ja, nein, das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Sich da sich alle auf dich springen, auf dich. Und alle Attacks targeting das heißt, Giant Weepers gain disadvantage this round. Sie bewegen sich 3. Nein, aber erst wenn sie dran waren. Alle, die sie angreifen, nachdem sie dran waren. Okay. Ist wurscht, ich kann sie eh nicht angreifen.
verwendest Move 6. Okay. Was? Ich verwende Move 6, hatte, ja. Nein, aber wir müssen schauen, dass der René auf keinen Fall im Fokus jetzt ist. Oder. Aber du kannst daher gehen. René. Hm? Was hältst du davon? Was? Warte, wir müssen uns was überlegen. Wegen der Schlangen müssen wir uns was überlegen. Schau mal, Hartmann, ich gehe zwei Felder weiter einfach. Ist ja wurscht, ich muss nicht stehen bleiben und mich heilen. Ich spiele jetzt mit dem Gedanken, dass du jetzt eine Volatile Bomb nutzen, Mana Bolt machst. Nein, ich kann das nicht machen, Hartmann, dann habe ich keine Karten mehr. Ich muss den Reviving Eve spielen. Du musst die Oberhälfte von Reviving Eve spielen. Ist überhaupt kein Problem. Die kommen halt näher, dann habe ich sie nächste Runde in der Nähe und kann sie angreifen. Okay. Ja? Ich gehe daher. Eigentlich wollte ich da stehen bleiben und die Heilung machen, dass ich das Poison weg bin, aber es geht so auch. Und ich werde dann nicht in. Ich bin dann nicht der Fokus, auf keinen Fall, weil der Crackheart. Achso, na, Crackheart kommt nachher. Ja. Aber er ist näher dran einfach. Aber er wird nur von einer angegriffen werden. Okay. Na gut, dann hol dir all deine Karten wieder. Die mach ich. Und als nächster bin ich dran. Die discard ich, die werfe ich ganz weg. Folgendes. Nein. Denn, weg. Ich kann diese Falle leider nicht legen, das wäre cool gewesen, wenn ich die gut platzieren hätte, aber ich kann sie nicht platzieren. Weil du kein freies Feld hast. Ja, also ich meine, ich habe eines, aber da will ich jetzt durchgehen. Da muss ich jetzt durchgehen. Das wäre nicht so gescheit. Aber ich kann die obere Hälfte nutzen, um einen Zweierangriff zu machen, dann auf die Schlange, die bei mir am nächsten steht. Das mache ich auch. Das ist die Viererschlange, das wird zwar nicht. Naja, es wird ein Dreierangriff über das Gift, das sie hat, wieder genug Glück, bis sie tot. Plus eins ist tot! Haha! So ein Kind. Ja gut, du sonst mich greift keine Schlange an. Ja. Sehr so, gut. Die ist weg. Lasst keine Münze fallen. Legst du einfach da links hin? Nein, ich muss meine Kills sehen. So. Dann bewege ich mich um 6 Felder. So, Michi, wenn ich mich daher bewege, oder daher, ist das okay? Also für mich was passt. Du vorhast? Nein, der Michi will heilen. Seine Heilung ist mir wichtig. Beweg dich daher und ich heile euch beide. Passt. So, ich krieg eine Erfahrung, ich verliere diese Karte. Moment, ich komm dran. Mach zuerst mit Spear Dagger einen Angriff 2 auf das Token. Ja, den Andi wirst nicht heilen können, weil der zieht jetzt weg. Und dann gehe ich da rüber und mache noch einen Angriff 2. Hoffentlich diesmal erfolgreicher. Immerhin 2 Schaden. Ja. Ja, stimmt. Hartmann, da wäre es besser, du wärst da gestanden. Ja, dann machen wir es auch so, ja. Ja. Obwohl du kannst, du reichst. Ah, doch, du reichst es gerade. Ja. Ja, so geht schon. Weiter. Okay. So, jetzt sind dran die Scouts, die sich im Uhrzeigersinn bewegen. Jetzt haben wir irgendwie. Ah ja. Mhm. So, und jetzt sind die Vipern dran. Der Fokus ist der Crackheart, es fängt die Viper selbst an, legt sich 3 Felder dahin. Warte, nein, Jump, ja, sie kann sich's aussuchen. Wo wollen wir sie haben? Die wird daher gehen, die andere nee, kann auch daher gehen dann. Die andere wird hier halt schauen. So. Wir dürfen es uns aussuchen, wenn es ambivalent ist. Ab jetzt gibt es Disadvantage, wenn jemand die Ethan angreifen will. Dann hättest du es lieber zusammengestellt. Warte mal, Disadvantage. Hast du vor, sie anzugreifen? Naja, ich kann sie angreifen nächste Runde und ich habe die Volatile Bomb. Nächste Runde ist wurscht. Nein, das passt schon. Verstehen Sie so. Wieso nächste Runde ist wurscht? Hm? Warum? Wieso?
All attacks targeting Shadow Reaper this round Nein, nein, der René wird sie nächste Runde mit seinem Ja, aber nächste Volatile Runde, Bomb wenn sie angreifen. nebeneinander stehen, kann ich sie mit Die der Volatile Volatile Bomb Bomb beide wird hit, treffen. die haben das beide nebeneinander stehen. So wie du das jetzt im Heilen haben willst. Ja. Auf demselben Area of Effect. Ja, du bist dran, Michi. Okay, also ich heile euch einmal mit einem Schuss nach hinten. Same, same growth. Und ich greife auch gleichzeitig damit das Totem an. Das ist perfekt. Ja, das Danke. Ist so perfekt. Okay, das heißt, ich fange mal an, dich zu heilen mit zwei. Der Gift ist weg, den Brute heile ich um zwei. Der ist eh voll. Und jetzt dann greife ich noch das Totem mit jetzt zwei bin ich an. Voll. Dank dir. Ja, ja und das Totem greife ich jetzt noch an. Aber mit plus 1 macht 3 Schaden. Cool. Und dann. Ja. Du bewegst dich das Bellweaver eh weg, nehme ich einmal an, ne? Was? Später dann? Ja, ich nehme schon Bist an. Bist du früh dran nächste Runde oder erst später? Das weiß ich noch nicht, das habe ich mir echt keine Gedanken gemacht. Ich habe mir tatsächlich sogar überlegt, ob ich dort stehen bleibe. Ich habe nämlich einen Angriff auf der unteren Hälfte. Dann könnte ich mit der wegmachen. Oberen Hälfte noch Crackling Air zaubern, dass ich einen Plus auf meine Angriffe kriege. Ja, da willst du aber Wind haben vorher. Ja, das wäre schön. Da wollte ich gerade eine kleine Diskussion. Wobei das, wie schon gesagt, das könnte man vielleicht nächste Woche. Der Michi, ich muss den Zug noch abschließen. Was ja, sind ja, nämlich deine dann Optionen? Besprechen. Die hängen ja davon ab, wie, es geht auf Move 3, ja. Also entweder stelle ich mich daher und hoffe, dass die Schlangen mich nicht angreifen können. Das Problem ist nur, dann ist das Spellbeaver mal an Angriff ausgesetzt, ne? Eventuell. Das ist eventuell, dann würde ich mich wahrscheinlich eher bewegen, ja. Weil der untere Angriff hat nämlich den Vorteil, den muss ich nicht abwerfen. Und der ist so ziemlich sinnlos normalerweise. Ja, ich stelle mich dorthin, weil ich sag, wie viel Fleisch war das? 5? 5 auf 20. Das heißt auf 20. Mhm. Okay. Energie müssen wir keine anpassen. Karten müssen wir auch keine mischen, eine neue Schlange kommt. Wer Notizen verfassen will von strategischen Überlegungen, möge das auch jetzt tun. Wo machen wir, wie machen wir die auf die Seite? Das hast du letztens. Du kannst ganz unten rechts das Edit Note anklicken, dann kannst du anscheinend ein Feld, wo du drin schreiben kannst. Übrigens, ihr müsst jetzt dann noch abstimmen mit dem Fleisch abheben und aufheben, gell, mit ja, du, es ist auch, für mich ist es auch ein Problem, wie ich jetzt an den Scouts vorbeikomme, weil ich habe keinen Jump. Ich werde vielleicht, nein, ich muss eher eine Long Rest machen. So ich ja, warte mal ab, wo die ja übrigens hinziehen. Es ist mir wurscht, ich mache auf jeden Fall eine Long Rest. Es ist nur so, ich werde auf jeden Fall Unterstützung noch vom Spell, wie wir nächste Runde brauchen mit den Schlangen. Wer eine Note schreibt, möge seinen Namen vorher hinschreiben, weil das wird allgemein abgespeichert. Nicht nur bei euch. Lieber Mage, schreib dir bitte eine Note. Du willst die Schlangen töten. Und ich stelle mich dann einfach dorthin und halte die Schlangen ab und lasse mich einfach den Haken von denen beschäftigt, die dabei ein bisschen. Bleib zurück und kämpf da halt ein bisschen herum. Ich meine, ich könnte mir selber die Windenergie machen, aber da würde ich das Ride the Wind verwenden. Ja, kannst du es nicht selber gleich nutzen. Was? In der Runde, in der du die Windenergie erzeugst. Ja, ja, schon. Dann würde ich einfach rüberfahren. Also zuerst angreifen mit Volatile Bomb und dann Ride the Wind. Weil den Angriffsbonus brauchst du eben beim Aufheben wichtiger. Genau. Genau. Für was brauchst du den Wind? Für dieses Crackling Air, das ist mein Zusatzschaden, wenn ich Windenergie habe. Wenn ich das zaubere, kriege ich nicht plus 1, sondern plus 2 Zusatzschaden. Das ist ziemlich jetzt mächtig. Nicht verwenden, oder?
oder? Was? Das kann ich nur dann verwenden, wenn ich weiß, dass ihr Windenergie vorher produziert. Warte, Andi, hast du die Karte mit Jump 3 auf der Hand? Ja. Die habe ich jetzt auch vor zu spielen. Ansonsten würde ich mir den Wind selber machen, nämlich nächstes Mal. Der Andi, die drei Karten, die du beim Andi siehst, von denen er jetzt zwei spielt, davon ist eine, die auf der unteren Hälfte Move 3, Jump und mache Wind. Ja, genau. Das heißt, der Andi wird Wind erzeugen müssen. Das Einzige, was wir brauchen, ist, dass er vor dir dran ist, damit du den Wind gleich nutzen kannst. Okay. Also ich kann nicht früh dran sein. Ich bin mittel dran. Ja, das ist schlecht. Ich kann meine nicht Karten, zeugen, aber ich meine Karten, die ich spielen will, sind eher früh. Nein, warte mal, ich schreib mal hin. Andi könnte EVT Wind erzeugen. Aber kann wohl nicht dran sein. Wir lassen es einfach so. Ja. Ich könnte natürlich schon einen eher späten Angriff nehmen. Aber die sind alle irgendwie blöd. Ganz kurz, ich werde früher drankommen, werde eine Karte opfern, die ich drauf werfen muss, um wieder Energie erzeugen. Nur dann kann es sein, dass die Schlange nicht mehr da sind. Was? Also wenn du das gezaubert hast, meinst du? Ja, könnte sein, dass... Also, naja, obwohl, der hat 5 Leben. Na, es wird sich nicht ausgehen. Wir werden nicht tot sein. Aber du wirst den Zusatzschaden nicht unbedingt brauchen, aber du hast ihn halt. Ja, vor allem, wenn ein Schuss dann nicht geht. Vielleicht wirst du irgendwo noch eine minus 2, eine Nicht-Angriffskarte haben. Problem sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Michi, lies mal, was ich da bei dir geschrieben habe, ob ich das richtig verstanden habe. Hinten rechts. Nein, der René, ja, kann von. Ich werde früher drankommen, ja, also nicht ganz früh, aber früher. Ja. Und ich glaube, wir können es so dahingestellt lassen, weil wir können dann nachvollziehen. Lass bitte. Ja. Lassen wir noch die Karten bei der. Okay, weil wir haben jetzt die Runde komplett abgeschlossen, die neue Viper ist auch schon da. Und an der Stelle können wir aufhören. Wir sind eh relativ weit gekommen heute. Mhm. Jupp, ja, das stimmt. Jo. Und wie schaut's aus, was meinst du? Schaffen wir das? Ja, ich weiß nicht, schwer zum sagen. Ich glaube, es hängt davon ab, ob die Vipern uns zu sehr im Weg stehen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich nicht, jetzt wo ich mir das alles angehört habe, ob ich nicht vielleicht tatsächlich das Ride the Wind machen soll, stattdessen, und nicht das Crackling Air gleich, sondern erst nächste Runde dann zaubern, weil dann würde ich nämlich schon da drüben stehen und würde bereits warten auf das Fly, wobei das Problem ist, ich fürchte, ihr kommt nicht so schnell dorthin, gell? Da müssten wir alle nächste Runde das Fleisch abgeben. So alle nächste Runde Fleisch abgeben, das verstehe ich nicht. Also alle, die Fleisch abgeben, also zumindest zwei, weil ich habe nur zwei Fleisch und für die zwei Fleisch zahlt sich das Crackling eher fast überhaupt nicht aus. Was ich meine ist folgendes, wenn ich jetzt das Ride the Wind nehme, komme ich mehr oder weniger direkt zum Ofen. Ja? Würde mir Windenergie machen und ich könnte dann quasi nächste Runde das Crackling Air zaubern und übernächste Runde wäre mein Fleisch dann da und ich könnte es runterholen. Aber nachdem ich nur zwei Fleisch mit habe, wir wollen möglichst alle drei unser Fleisch gleichzeitig wieder drauflegen. Ja, deswegen sage ich ja, es wäre gescheit. Und das Problem, das ich habe, ist, ich mache jetzt kommend eine Long Rest und dann muss ich zweimal mich bewegen, bis ich überhaupt erst das Fleisch abfangen kann. Gut, dann werde ich da wahrscheinlich stehen bleiben, darauf hoffen, dass der Michi vor mir dran ist und das Ding, wobei, ich bin auch relativ früh dran, aber ich schaue, dass ich halt... Wir werden genau diese Diskussion nächstes Mal eh wieder führen. Wir haben jetzt einfach Anstöße in den Notizen und wir werden das eh nochmal durchdiskutieren müssen. Ja. Klar. Okay, passt. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Spaß gemacht.